Heiligeili, ihr Meerschweinchen. Während meine Bohnenomelettpfanne noch etwas abkühlt, hätte meinst die ganze Zeit machen können. Ich habe nicht drauf gedacht, ehrlich nicht. Ich habe dann mal gesagt, ich esse kein rohe Eier, aber Moment, jetzt muss ich erst mal wieder hier. Ich habe gedacht, ich muss rülpsen. Nein, muss ich nicht. Das ist gerade so komisch. Nein. Also, ich habe dann mal gesagt, ich esse gerne rohe Eier. Und dass ich das mal im Video zeige, weil ich glaube, es gibt Leute, die sowas eventuell gern sehen. Was ich nicht so nur vollziehen kann. Oh, es fokussiert mal wieder um mein ganzes Gesicht. Yay. Anyway, jedenfalls mache ich das jetzt. Ich habe hier ein ganz normales rohes Ei, Bodenhaltungsei. Es muss gar kein Bio-Ei sein, das ist ein Klischee. Weil ich habe auf YouTube was gesehen, Bio ist die totale Verarsche, deine Tiere geht es überhaupt nicht besser. Gebt mir bei YouTube euch, ich verlinke das auch in die Videobeschreibung, für die, die es interessiert. Massenware Bio. Ich glaube MDR exakt oder irgend sowas. Ich weiß es nicht. Genau, ich verlinke es in die Videobeschreibung. Ja. In den Filmen sieht man immer, wie die sich die Eier ins Glas kloppe und durchrühre und mit Salz noch neu und was weiß ich was alles. Ist alles nicht so mein Ding. Ja, ich habe rohes Ei immer noch am liebsten direkt aus der Schale. Ihr seht vielleicht, ich habe noch mal, sieht man das? Ja, es ist ein Loch drin, offen, ja. Und es ist voll, das Ei. Das ist, ich hab's, ihr habt eben gehört, wie ich es aufgemacht habe. Ja. Also, da ist noch drin, das Beste. Zeige ich jetzt, kann ich es ja so kippen, ohne dass was rausläuft. Während es mir über die Finger läuft etwas, aber wisst, was ich meine, es ist kein Fake, es ist wirklich ein rohes Ei. Und ich finde es total lecker. Einer der Küchen, in denen ich gearbeitet habe, haben wir um die Weihnachtszeit mal eine Art voll Plätzchen gebacken. Und da hat man oft nur das Eiweiß gebraucht. Die haben alle gewusst, dass ich rohe Eier liebe und habe mir die ganze Eigelb gesammelt. Das war dann 5 Liter Eimer voll, den ich angesetzt habe und so ziemlich weggeext habe. Ich gebe zu, anschließend hätte ich Salmonellen. Aber die sind auch nicht schlimm. Ja, wenn man gesund ist, gehe Salmonelle. Ich meine, in der Küche ist es schlimm, weil ich durfte dann ein paar Wochen nicht arbeiten. Das war blöd. Aber so von Gesundheit her, es heißt immer, ui, Salmonelle. Die gehen von ganz alleine weg innerhalb von einer Woche oder so. Also, ja. Ich habe gerade gesagt, ich durfte ein paar Wochen nicht arbeiten. In der Gastronomie ist es einfach so. Du musst dann Kotproben, um mich hier offiziell auszudrücken, also Scheißprobe muss ich abgeben beim Gesundheitsamt, ja, und da müssen 3 hintereinander müssen negativ sein und dann darfst du erst wieder arbeiten und ich glaube zwischen so 2 Proben muss immer eine Woche Zeitabstand sein, daher waren es ein paar Wochen, die ich nicht arbeiten durfte, aber ja, gefährlich für gesunde Menschen, für ansonsten gesunde Menschen. Sind Salmonellen nicht gefährlich? Ihr habt ein bisschen Dünnschiss, das war's. Ja? Das war alles, was ich dazu sagen kann. Und am besten sage ich jetzt mal Tschüss, weil ich gerade nicht mehr weiß, was ich babbeln soll. Und yo!